Perlig, Perlizare, mein neuer Malzyklus. Mich hat es einfach wieder nach Mallorca gezogen. Und mal sehen, ob das Anlocken geklappt hat. Kostic, so war das Ziel. Und ausgemacht war ein Kleinformat im Handgepäck. Hätte ich gewusst, dass so viele Besucher kommen, wären wir mit 2-Meter-Bildern angereist. Aber vielleicht klappt es ja das nächste Mal. So, und jetzt lasst euch entführen nach Kostic. Diese Ausstellung hat einen wunderschönen Titel, Un poco de suerte. Das heißt, ein bisschen Glück. Hier unsere Ausstellung ist eine Ausstellung kollektiver. Vier Artisten zeigen ihre Arbeiten. Gefühlt war die ganze Insel unterwegs und hat sich dort in diesem Dorf, in diesem kleinen Kostic, wohlgefühlt und die Wohlfühlidee unserer Kunst mit nach Hause genommen. Das ist ein phänomenales Veranstaltung. Das kleinste Dorf auf Mallorca und die große Festivität des Jahres. Das ist das alljährliche Blumenfest. Da gibt es neben vielen Blumenständen Pflanzen, die man kaufen kann, auch Keramik. Und Micha hat uns das mal zusammengefasst, was hier los war. Seht jetzt! Und was hat das mit der deutschen Konsulin Sabine Lammers zu tun? Eine Freundschaft zu Annalisa Eller und ihrem Partner, ein richtig regelmäßiger Kontakt mit der Benita Martin, irgendwann die gemeinsame Ausstellung von beiden mit der Eurovisionsart. Und dazu kommt dann jetzt noch der Roland Werner, den ich eigentlich nur vom Wandern her kenne und der, glaube ich, jetzt mit dieser Ausstellung eine seiner ersten Ausstellungen macht und super glücklich und froh ist, dass er, glaube ich, dazu stoßen konnte. Also von daher, ja, es hat alles ein bisschen mit dem Konsulat zu tun, aber auch ganz viel mit den einzelnen Künstlern. Danke an Annalisa Eller und an Anton für die Wahnsinnsorganisation, beide vom Eurovision Künstlerbund. Einschließlich mir danke an Roland für seine Happy Art, die genau reingepasst hat. Und danke an Jill Kiefer für seine kleinen, niedlichen, liebenswerten Metallkreationen. Die Leute, die hier besuchen kommen, begeistert sind von der Kunst. Denn hier geht es darum, auf eine fröhliche Art zu leben, das Leben zu genießen. So viele Leute haben ich noch nicht beisammen gesehen, in Palma auf der Borne.